Ja, bei Warenbuchungen haben wir bis jetzt immer das Konto Waren hergenommen, ein Unterkonto von dem Eröffnungsbilanzkonto. Und ich zeige noch mal kurz das Beispiel. Wir kaufen Waren bar. Das bedeutet, wir sind eigentlich immer hergegangen und haben hier gesagt, erstens 3000 Euro und das Ganze, wenn bar bezahlt wurde. Dann haben wir hier natürlich auch die 3000 Euro aus der Kasse genommen. Nächster Buchungssatz, wir verkaufen Waren. Dann war es klar, aktives Bestandskonto, Minderungen im Haben. Dann wird hier auf der Habenseite werden diese 5000 Euro verbucht und bei der Kasse auf der Sollseite. Wenn wir jetzt beide Konten abschließen, also hier haben wir dann 9000 Euro, hier auch als Bilanzsumme und ein Schlussbestand von 6000 Euro ergibt sich hiermit. Bei dem Warenkonto haben wir eine Bilanzsumme von 6000 Euro und der Schlussbestand, also der Saldo der beträgt dann 1000 Euro. Wenn wir jetzt die Schlussbestände hier im Schlussbilanzkonto eintragen, dann haben wir hier also bei den Waren 1000 und bei der Kasse 6000. Und man sieht hier schon, die anderen Werte haben sich überhaupt nicht geändert. Die Bilanzsumme ist gleich, das Eigenkapital ist gleich. Das heißt, wir wissen also nicht, ob unser Unternehmen einen Gewinn erzielt, ob wir Erfolg haben, und das müssen wir eben anders ermitteln. Ja, dazu brauchen wir neue Konten. Einmal das Konto Aufwendungen für Waren und Umsatzerlöse für Waren. Und beide Konten werden dann auf einem Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen. Das kennen wir schon von den Erfolgskonten. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Wir haben also ein zusätzliches Konto Aufwendung für Waren, Gewinn und Verlust, Umsatzerlöse für Waren. Betroffen ist jetzt diesmal auch das Eigenkapitalkonto. Und dann schauen wir uns die ersten zwei Geschäftsfälle an. Wieder das gleiche von vorhin. Wir kaufen Waren bar. Ich trage das jetzt hier ein in das Konto Aufwendungen für Waren. Also erstens, das sind dann 3000 Euro. Dann haben wir hier die Bezahlung dann dadurch. Und der zweite Geschäftsfall, wir verkaufen Waren bar. Hier brauchen wir das Konto Umsatzerlöse für Waren. Zweiter Geschäftsfall. Und hier noch die Gegenbuchung mit 5000 Euro. So, das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt geht es darum, die Konten einfach abzuschließen. Wir fangen einfach mal mit dem Kassekonto an. Hier ändert sich nämlich nichts. Also hier haben wir nichts Neues. Das kennen wir also schon, wie das dann funktioniert. 9000 in der Bilanzsumme, genauso auch auf der anderen Seite. Und der Schlussbestand ist dann 6000. Diesen Schlussbestand können wir eigentlich schon in das Schlussbilanzkonto übertragen. So, der erste Fall, Mehrbestand von Waren. Was bedeutet das jetzt? Wir gehen als erstes ins Warenlager und schauen, was wir hier noch an Bestand haben. Und dieser Betrag, der wird dann entsprechend in das Warenkonto eingetragen. Also, wenn wir einen Bestand von 4000 Euro noch haben, dann können wir hier im Warenkonto einen Schlussbestand eintragen von 4000 Euro. Ja, diese 4000 Euro, die können wir sogar schon in das Schlussbilanzkonto eintragen.
So, hier ändert sich dann also nichts mehr. Jetzt müssen wir uns aber das Warenkonto nochmal genauer anschauen. Wir haben hier einen Anfangsbestand von 3000, einen Schlussbestand von 4000. Jetzt ergibt sich eine Differenz, ein Saldo von 1000. So, wenn wir das Konto abschließen, dann haben wir hier eine Bilanzsumme von 4000. Und jetzt ist die Frage, wo sollen denn diese 1000 Euro Differenz hin? Ja, die werden auf das Konto Aufwendungen für Waren übertragen. Wir sind hier im Soll und der ganze Betrag muss natürlich dann ins Haben gebucht werden. Also, das ist der nächste Schritt. Waren an Aufwendung für Waren. Das heißt, wir haben das Gegenkonto Waren. 1000 Euro und damit wäre das erledigt und dann schließen wir das Aufwandskonto für Waren ab. Das wäre dann der vierte Schritt. Also verhältnismäßig größere Seite ist die Sollseite. Also haben wir hier den Saldo und diesen Saldo schließen wir aufs Gewinn- und Verlustkonto ab. Also wir brauchen jetzt hier noch 2000. Dass wir wieder auf 3000 Euro Bilanzsumme kommen. Und dieser Saldo steht im Haben, also wird der vom Haben ins Soll übertragen. Also hier haben wir dann Aufwendung für Waren. 2000 Euro. Nächster Schritt, die Umsatzerlöse für Waren werden abgeschlossen. Hier ist es ganz einfach, G und V, und es sind ebenfalls 5000. So, der Saldo steht im Soll und muss ins Haben übertragen werden. Gegenkonto ist Umsatzerlöse für Waren. 5000. Okay. Nächster Schritt. Das Gewinn- und Verlustkonto wird ans Eigenkapital, wird das Saldo übertragen. Hier müssen wir es erst ausrechnen. Also 5000 Euro, 2000 Euro. Wir brauchen also noch 3000 Euro für den Saldo. Bilanzsumme ist 5000. Und dieser Betrag hier, der wird auf das Eigenkapitalkonto übertragen. Wieder aufpassen, dieser Betrag steht im Soll und folglich wird er hier ins Haben übertragen. Also schreiben wir hier hin, Gewinn und Verlust 3000. Letzter Schritt. Das Eigenkapitalkonto wird abgeschlossen und aufs Schlussbilanzkonto übertragen. So, jetzt haben wir hier 8000, 9, 10, 11.000. Drüben ebenfalls. So, und dann ergibt sich hier ein Schlussbestand. Ebenfalls von 11.000. Der Schlussbestand steht im Soll, also passt es hier auch. Und die 11.000 werden hier in das Schlussbilanzkonto übertragen. Zählen wir kurz zusammen, ob das alles passt. Wir haben hier 12.000. Und drüben haben wir 6.000, 4.000, 10.000 plus 2.000 sind es auch 12.000. So, gehen wir jetzt mal von einem Minderbestand vom Warenlager aus. Also hier haben wir jetzt den Fall, der Warenschlussbestand ist 2000 Euro und dann tragen wir hier in das Warenkonto als Schlussbestand
2000 Euro ein. So. Und das können wir unten schon wieder fertig eintragen. Das sind 2000 Euro. So, das Warenkonto, das muss wieder stimmig sein. Also 3000 Euro, 2000 Euro. Die Differenz sind 1000 Euro. Die Bilanzsumme ist 3000. So, und diese 1000 im Haben, die müssen jetzt auf das Aufwandskonto für Waren auf die Sollseite übertragen werden. Also hier ist das Gegenkonto Aufwendungen für Waren 1000 Euro. Und dann tragen wir hier entsprechend die 1000 Euro ein. Gegenkonto ist Waren 1000 Euro. So, wo waren wir denn jetzt bei unserer Liste? Bilanz an Waren. Das haben wir schon gemacht. Das waren die 2000. Und der dritte Schritt ist praktisch jetzt der Übertrag, die 1000 auf Aufwendung für Waren. Und der vierte Schritt, jetzt wird das Aufwandskonto für Waren ans Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen. Also, wir haben hier dann 4000 Bilanzsumme. Hier ebenfalls. Und dieser Saldo, der hier im Haben steht, der wird wieder ins Soll übertragen. Also Gegenkonto, Aufwendungen für Waren 4000. Fünfter Schritt, Umsatzerlöse für Waren. Das ist genauso wie vorhin. 5000 abgeschlossen und die 5000 übertragen wir ins Haben. So, und dann wird das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen und ans Eigenkapitalkonto übertragen. Also 4000, 5000, dann brauchen wir halt hier 1000 und haben eine Bilanzsumme von 5000. Buchhalternase doppelt unterstrichen und hier, das kommt aufs Eigenkapitalkonto. Und wieder, der Betrag steht im Soll. Und beim Übertrag muss er ins Haben. Also Gegenkonto ist dann hier Gewinn und Verlust 1000. Und der letzte Schritt, das Eigenkapitalkonto wird abgeschlossen. Die Bilanzsumme ist 9000. Und der Schlussbestand dann ebenfalls. Okay. Schlussbestand 9000 tragen wir hier unten ein. Und dann schauen wir wieder, ob es stimmt. Wir haben hier also 9000, 1000 sind 10.000. Und hier haben wir 6, 7, 8, 9, 10. Stimmt also auch. Dann kommen wir zur letzten Möglichkeit. Ohne Bestandsveränderung. So, hier geht man jetzt von dem Sonderfall aus, dass der Anfangsbestand genauso so groß ist wie der Warenschlussbestand am Ende vom Jahr. Das bedeutet, wir tragen hier in das Warenkonto den Schlussbestand ein
von 3000. So, und jetzt kann man das hier einfach so abschließen. Und es wird kein Saldo an das Aufwandskonto für Waren übertragen. Wir haben hier also nur einen Schlussbestand, den wir ins Schlussbilanzkonto eintragen, von 3000 Euro. Und jetzt wird ganz normal, werden die Aufwandskonten und die Ertragskonten abgeschlossen. Das sind also die nächsten beiden Schritte. Und der dritte Schritt, der fällt praktisch weg. Also Aufwendung für Waren abschließen. Hier haben wir 3000 Euro. Wieder von Haben nach Soll übertragen. Aufwendung für Waren. 3000. Dann der nächste Schritt. Umsatzerlöse für Waren an G&V. Also G&V 5000. So, dann wird das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen und ans Eigenkapitalkonto übertragen. Hier haben wir eine Differenz von 2000. Und die Bilanzsumme beläuft sich wieder auf 5000. Zielkonto ist das Eigenkapital. Saldo ist im Soll, also muss der Übertrag hier ins Haben kommen. 2000 Euro vom Gewinn- und Verlustkonto. Bilanzsumme ist 10.000. Und der Schlussbestand folglich auch, weil ja hier keine Eintragungen mehr sind. Und das ist dann der letzte Schritt, die 10.000 hier einzutragen. So, und dann haben wir hier die Bilanzsumme von 11.000. Und hier drüben müsste das auch sein, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.000. Hier machen wir noch ein Beispiel mit einer Verlustrechnung. Hier gehen wir davon aus, dass wir nur Waren für 2000 Euro verkauft haben. Und wir gehen wieder von dem Fall aus, dass der Warenschlussbestand auch 3000 Euro groß ist. Gut, dann schließen wir die einzelnen Konten ab. Also der Warenschlussbestand ist 3000 Euro. Wir können hier das Konto schon mal abschließen. Dann schließen wir das Konto Aufwendung für Waren ab. Hier können wir auch sagen, Gewinn und Verlust 3000 abgeschlossen. Die Umsatzerlöse für Waren, Gewinn, Verlust 2000. Und das Kassekonto, da haben wir hier 6.000 Bilanzsumme und der Schlussbestand ist dann 3.000. Gut, dann der Übertrag von den Erfolgskonten in das Gewinn- und Verlustkonto. Also hier haben wir Aufwendung für Waren 3.000. Umsatzerlöse für Waren nur 2000. So, und jetzt brauchen wir den Saldo. Und hier fällt jetzt auf, Aufwendung für Waren. Also wir haben mehr Geld für Waren ausgegeben, als wir Geld eingenommen haben von dem Verkauf. Wir brauchen jetzt hier noch 1000 Euro, damit hier die Bilanzsumme wieder stimmt. Also 3000 Euro.
Buchhalternase. Und dieser Saldo wird wieder aufs Eigenkapitalkonto übertragen. Die 1000 Euro stehen jetzt im Haben. Vorher waren sie immer im Soll. Und wenn hier 1000 Euro im Haben stehen und wir müssen sie auf das Gewinn- und Verlustkonto übertragen, dann kommt das hier hin. Also Gewinn und Verlust 1000. Und jetzt sieht man schon, wir brauchen jetzt 7000 Euro für die Differenz, damit wir hier wieder auf 8000 kommen. Buchhalternase. Und diese 7000, das ist der neue Schlussbestand vom Eigenkapitalkonto. Okay, dann fassen wir das in der Schlussbilanz mal zusammen. Also 2000 Euro Betriebs- und Geschäftsausstattung. Waren haben wir 3000 Euro. Kasse haben wir 3000 Euro. Dann das Eigenkapital ist jetzt bei 7000. Und Verbindlichkeiten, da hat sich nichts geändert. Gut, dann haben wir hier 8000 Euro Bilanzsumme. Und drüben 6, 7, 8 ebenfalls 8000 Euro Bilanzsumme.